schön, dass ihr wieder einschaltet. Wieder zu einer weiteren Runde. Ark, Goat Games Nummer 2. Yeah. Letzte Folge war wirklich grandios. Unbedingt abchecken. Wir sind jetzt auf einer Insel und überlegen jetzt gerade, wie wir weitermachen. Ein wunderschöner Kuna Matata, erstmal Deko. Bonne! Hallo, Muchachos! Also, mein Ratschlag ist, mein Guess ist, und ich glaube auch, da habe ich Marvin überzeugen können von, dass wir uns hier wieder verpissen von, weil hier ist wirklich nur diese eine PvP-Raid-Base, die ich gefunden habe, komplett aus Metall, mit 4 Automatic-Geschützen oben drauf. Da können wir uns lange noch nicht dran wagen. Und sonst gibt es hier nichts außer Stein und Holz. Das heißt, irgendwie großartig eine Base bauen ist auch nicht so erfolgreich, nicht so einfach. Wir haben uns aber überlegt, dass wir uns den einen Trike hier mitnehmen wollen, ganz gerne. Der ist Level 50. Mhm. Das wäre ein ganz guter Tame. Und uns dann losmachen und vielleicht aufs Festland einfach rübergehen. Das wäre grandios. Festland da drüben sah gar nicht so scheiße aus. Marvin hat ja auch eine Flinte dabei mit ordentlichen Narcotic-Darts, die wir gerade gefunden haben, aus dieser schwimmenden Base, die wir geradet haben, noch am Ende der letzten Folge. Deswegen auf jeden Fall die Folge schauen, falls ihr nicht gesehen habt. Und ich habe noch ein paar Narco-Arrows dabei. Und dann würde ich sagen, können wir den easy... Das war der hier, ne? Easy holen. Okay. Wobei ich nicht... ist Platz im Schrank, müsste eigentlich, ne? Ja, unsere Dinos sind passiv, ne? Dann gehen die nicht mit drauf. Ich weiß nicht, ob du den Dilo auch passiv gemacht hast. Ich mach nochmal zusätzlich. So. Und dann lass uns reinschießen in sein Gesicht. Bist du bereit? Ja, jetzt bin ich ein bisschen schneller. Warte, ich muss noch passiv stellen. Ho! Okay, die sind beide geil auf mich. Passiv. Ja. Eigentlich müssten wir jetzt den anderen killen. Ja. Aber ich habe auch... Ich laufe erstmal ein bisschen rum, ja? All dabei, ja. Jetzt gehen sie auf mich. Ja, jetzt schieße ich wieder drauf. Ist der Schwarze, ne? Ja. Lad nach! Ich habe wieder den Bug. Nein, er geht ins Wasser. Oh! Ey, fick dich, Mann. Ja, da, vielleicht kommt er nochmal wieder. Ja, dann müssen wir versuchen, jetzt einfach den anderen wegzuholzen, ne? Oder wir tame ihn. Aber der 15 Trike ist schon... Oh, warte, er hat ein bisschen abgedreht hier, der Kollege. Ja. Schauen wir mal. Ja, Level 15 wäre schon hart YOLO, ne? Noch was kommt der andere? Auch, sind aber auch 2 Megalodons in der Nähe hier. Okay. Dann ist Level 50, das wäre halt schon ein guter Tame gewesen eigentlich. Ja. Also wir haben ja noch einen hier in der Nähe. Hast du den schon mal abgecheckt? Warte, er kommt hier so ein bisschen. Den dritten habe ich noch nicht gesehen, ne? Ja, hier am Strand weiter. Aber ich möchte da jetzt nicht hingehen, weil der sonst auch den Herdenbonus da bekommt. Ja, okay, der ist wieder cool hier, ne? Ja, der ist cool. Okay, dann warten wir, bis der andere einfach hier zurückkommt. Der schwimmt ja so langsam wieder Richtung Festland. Der hier ist Level 45, auch weiblich, das würde auch gehen zur Not. Wir müssen halt nur gucken, dass der... Digga, dass er auch direkt ins Wasser reinläuft, ey. Und jetzt, sind die Megalodons da, hallo! Okay! Ja, meinst du, das hat noch Sinn? Also wir brauchen eigentlich einen Dino, um... zumindest so ein paar Sachen noch unterzubringen. Dann er kommt aus dem Wasser! Aber ey, der hat ein Leben gefühlt, ne? Dann schießen wir nochmal in seinen Arsch, ne? Ich mach's, weil... Hier hin? Ja, mach du mit deinem, das macht, glaube ich, weniger Damage. Liga! Oh mein Gott, ey! Digga, er hat echt einfach noch 180 HP, ey. Alter Schwede, ey. Also ein oder zwei Angriffe vor den Megalodons und der wäre weg gewesen. Jetzt, ja, aber jetzt ich, natürlich, weil ich nicht gedacht habe, Auswirkung davon ist natürlich, dass wir jetzt den tamen müssen. Und das ein bisschen dauert. Ja. Ein paar Major Berries muss der fressen. Weißt du, ob wir den liegen lassen wollen, schon mal losziehen wollen? Uns einen Base-Spot zu suchen. Ja, ich versuche hier nochmal so ein bisschen zu arbeiten. Vielleicht können wir uns ja irgendwie... Boah, die andere Insel nochmal kurz anschauen. Vielleicht doch Redwood-Biom, weißt du? Also geh mal hier auf die Insel, hier einfach hoch. Kannst ja von hier aus rüber gucken, dann ans Festland. Naja, ich fand ziemlich genau rechts vom Schneebiom. Hier ist ein bisschen grüner aus. Eigentlich genau gegenüber von der Insel hier. Okay. Da könnte man, glaube ich, ganz gut rumlaxen. Okay, er hat eine Berry gefressen, 11%. Das geht, ne? Ja, ich weiß nicht, ob wir ihn jetzt fertig machen sollten. Vielleicht lassen wir ihn einfach liegen und... komm dann zurück. Okay. Aber das läuft ja jetzt einfach durch. Hier ist ja auch nichts, was ihn angreift, wenn er fertig getamed ist oder so. Okay, ist ja da auch was. Denke ich noch. Warst du schon mal hier oben? Jetzt bin ich gerade oben. Aber hier ist jetzt nicht die Festung, links, ne? Von dir ist die PvP-Base. Okay, dann gehe ich nach rechts. Ah, da, alter Schwede. Uiuiui. Ah, schon cool, ne? Dass überall einfach so Basen rumstehen, das gefällt mir. Ja. Das ist einfach hier gegen, oder? Ja. Und vielleicht noch ein bisschen weiter rechts. Ich weiß nicht genau. Ich weiß halt nicht, wo wir Metall finden. Wir müssen halt irgendwo hin, wo wir nicht so weit laufen müssen für Metall. Ja. Bin ich ganz bei dir.
Aber im Notfall sehen wir uns einen Ankylo, sehen wir uns einen Argentavis und dann gehen wir eben auf Metalljagd, ne? Geht ja auch noch im Notfall. Okay, also hier einfach gerade rüber? Ja. Ich glaube, da rechts den Felsen könnte man sogar hochlaufen vielleicht. Okay, ich werde jetzt den Berg da hochkraxeln, ja? Und erstmal so ein bisschen schauen, was uns da so erwartet. Ich habe noch ein bisschen Berries reingepackt in den Trike, dass der, wenn er getamed ist, noch was zu essen hat. Ja, wir haben auf jeden Fall ein paar Quallen hier auf dem Weg, da habe ich ein bisschen Schiss vor. Deswegen würde ich doch vielleicht über den Strand anfahren. Aber die Quallen greifen dich auf dem Floß nicht an. Also nicht. Okay, dann versuchen wir hier mal hochzugehen. Ja, da im Redwood-Biom ist ein grüner Drop. Ich ball erstmal hier ein bisschen was rein. Ein bisschen ist gut, ich ball hier alles voll. Und dann reite ich den Lachs nach oben. Wie du immer deinen... Ich würde erstmal... Schon abgehst, Alter. Ich würde erstmal Zeug drauflassen, hochlaufen und gucken, ob das irgendwie ein Spot ist, wo man bauen kann. Ja, also wir werden jetzt nicht den perfekten Spot finden, ne? Also gehe ich nicht von aus. Ich will mich jetzt erstmal irgendwo zumindest ein bisschen aufbauen, dass unsere Ziege endlich mal wieder safe ist. Kaka gemacht. Achso, vielleicht erstmal... Da Delta nicht mehr weiß, wo wir sind, ist unsere Ziege eigentlich safe, solange wenn ich damit in irgendeinem... Oh. Dino reinreiten, ne? Lauf mal links lang. Pfeile geben. Ich glaube, die habe ich alle. Ne, 20 habe ich aber nur, ne? Oh. Muss ich eben Zeug farmen zum Pfeile bauen. Wollte gerade sagen, das geht ja eigentlich relativ schnell. Da läuft schon wieder ein Dino rum. Oh. Hab ich Bolas? Ja, zwei Bolas. Die muss ich mal ganz kurz hier aktivieren. Checke ich hier mal eben die Hood ab. Ja. Ein Dilo haben Nein, wir hier. Nein, der Dilo, fick dich, du mieser Lachs, Alter. Marvin, mach irgendwas. Ich hab nix. Ja. Kann ich wehren. On my way. Ich habe aber auch noch einen Freund hier zusätzlich dran geholt. Was brauche ich denn noch für Pfeile? Hier liegt noch einer. Du brauchst auf jeden Fall Feuerstein. Fasern fehlen mir. Ich habe 1000 Feuersteine dabei. Achso. Okay, eine Schildkröte haben wir hier. Ziemlich viel Stein. Aber noch kein Metall. Alter Schwede, ey. Hier einfach Kacke. Was für eine Kacke? Von Parasaurus, Level 150. Alter! Wäre ein geiler. Richtiger Fährtenleser bin ich hier, ey. Oh oh. Ja? Oh, oh! Oh, 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 oh. Nicht sterben. Ein Raptor. Okay, Face Level. Level 50, den hole ich mir, ja? Den 10 war. Ein zweiter! Brauchst du Hilfe? Ich sehe ihn gerade nicht. Level 95! Lass dich nicht packen von dem. Ich schieß drauf. Ich könnte dich relativ schnell weglachsen. Oh, ich hoffe, der andere fickt mich nicht. Oh, der andere dürfte gleich kommen. Ne? Ja. Okay, den ersten habe ich. Okay, wo ist der andere jetzt? Die Frage. Bitte pass auf, einen Stein drauf. Oh, ey, Raptoren sind jetzt gerade noch richtig. Ich bin ja auch. Hier ist ein Dilo. Oh, nee, nackt bin ich nicht, ne, aber. Gerade echt gefährlich, ey. Ja, ein Dilo, den mach ich mal eben platt. Hey, wo war denn noch ein Raptor? Weiter vorne, aber vielleicht ist der abgedreht. Und jetzt könnte man ihn, glaube ich, schon wieder bolern, was ziemlich geil ist. Ah, da läuft er. Auf mich zu, oder? Er läuft weg von uns. Ah, okay. Wollen wir den tamen? Ja, der ist Level 50 oder so gewesen, ne? Musst du wissen. Wo darf ich denn jetzt erstmal die Ziege zwischenlagern? Wollen wir also hier wenn, müssen wir erstmal ein Holzhaus eben bauen. Holzhaus. Ja. Haushalt. Machen wir. Hallo. Sieh mich doch mal, du mieser Ficklappen, Alter. Nur ich wollte das vorher mit dir abklären. Mich aber nicht. Hallo. Ich wollte jetzt mit dir abklären, wo wir uns jetzt aufbauen. Dass ich ja, ich will eben diesen scheiß Raptor hier wegtöten. Endlich. Wobei der ist weiblich. Tame den. Tame den? Okay, soll ich den tamen? Okay. Achso, nicht, okay. Soll ich machen? Es geht schneller. Oder so. Hab ich schon. So, hier ist so ein Lystrosaurus. Lystro? Geil, da brauchen wir seltene Blumen für. Da sind einige hier. Ich sehe da drüben noch einen. Geil. Was ist da? Da ist ein Para. Das ist vielleicht noch 150er. Geil. Also das Gebiet hier ist, glaube ich, so ein relativ chilliges Anfängergebiet. Das gefällt mir. Was mich nur abfuckt, ist, dass ich kein Metall sehe.
Aber wir können auch da weiter in die Dinger rein. Bin durch einen Turret gestorben. Ist das PvE oder PvP? Weiß nicht. Eigentlich ist es PvE. Würde ich auch sagen, ja. Deswegen, da muss man, weil sonst würde, sonst wäre ein Base Raid ja gar nicht. Risky. Ne, risky. Dann können wir einfach so reinlaufen. Ja, reinlaufen, bisschen die Munition verballern. Und sieben? Damit hat Delta, glaube ich, hier seinen ersten. Oh! Nee, er hat gesagt 7 hat er. Ja, aber okay, er war aber 8, ne? Also. Wir hatten ja nur 10. Also. Alles. Alles beim Alten. Okay, ihr habt Mistful Guild für Fleisch, für den Tame, Raptor Tame. Erstmal ganz, ganz billo, ja? Warte, eine Foundation habe ich auch noch. Mhm. Ein Floßversuch. Wollen wir da einfach so ein 3x3 Scheiß bauen, oder? Ja, würde ich sagen. Okay. Das erste. Habe ich Fasern dabei, dass ich bauen kann? Habe ich nicht. Toll. Ich kann mich nicht bewegen. Kannst du mir Fasern geben? Boah, ich kann mich, glaube ich, gerade auch noch nicht so wirklich bewegen. Warte. Nee. Was wegschmeißen. Hey, wo soll der Eingang sein? Ein paar Fasern, damit wir die Wände mal bauen können. Wo soll der Eingang sein? Ja, ich würde sagen, da wo es einigermaßen eben... Oh fuck, meine Foundation war ja normale. Soll ich die drin lassen? Ich weiß nicht, ob das irgendwas jetzt ausmacht. Wieso eigentlich aus Holz und nicht aus Stein? Weil wir das jetzt schnell bauen können. Stein müssen wir. Ja, aber Stein haben wir hier auch rumstehen. Ah. Also... Ja, also... Warum? Brauchen wir doch nicht. Ja, weil... Hier sind ja keine großen Dinos, die uns wecken können. Kaputt reißen können. Aber hier sind ja keine Dinos, die uns wegnudeln, oder? Gehen wir von aus, wissen wir aber nicht. Notfall können wir noch verbessern. Du willst lieber eigentlich eine Doppeltür haben. Ich habe jetzt erstmal so eine Einfach-Scheiße gebaut. Lieber eine Doppeltür eigentlich, ja. Level up. Oh, wir kommen endlich wieder voran, ey. Finally. 1, 2, 3, 3 glaube ich, oder? 4, ja. 5 gebaut, oder? Ja. Weil ich vielleicht hier auch noch fast eine Tür hinbauen würde. Auf die Seite. Mach das, wenn du die haben willst. Dann holen wir gleich die anderen Sachen. Aber jetzt kann ich eigentlich mein Zeug... Warte, ich habe hier noch meine... ich habe noch die... für Smithy hier. Mhm, baller rein. Baller auch erstmal alles rein. Sortieren machen wir später. Pfeile nehme ich noch mit. Dart nehme ich mit. Eigentlich sollten die Raptoren jetzt ja schon unser sein, oder? Ja, oh, du hast ihn gezähmt! Ja. Ich nenne meinen Raptorin Frieda erstmal. Frieda der Raptor, die Raptorin. Okay. Okay, es klingt schon mal besser, weil ich alles Zeug abgelegt habe. Kann ich wieder laufen. Oh, wir haben wieder Raptors. Haben wir hier schon Metall drinne? Ne, ist noch in der Kiste. Müssen wir kurz weil holen. Weil ich nämlich meine Pike langsam mal reparieren würde. Der Ziegenjüngling steht hier noch die ganze Zeit rum. Aber wobei, da ist er auch safe, ne? Also, recht safe, würde ich sagen, ja. Oh, der Dino ist auch noch hier. Oh, das müssen wir uns auf jeden Fall aufteilen. Ach so, du hast jetzt den Lachs mitgenommen für Gewicht, ne? Für was? Also den Raptor mitgenommen, damit er was tragen kann, oder? Ja. warum so ein Fick ist Frieda fest, Alter? Frieda, warum machst du so? Oh, fuck, da sind noch Raptoren. Die fressen gerade irgendwen. Oh mein Gott. Ziegenjüngling, komm hier zurück. Ah, hier ist unsere Base. Oh, ganz, ganz schnell. Ganz, ganz schnell, ey. Ich habe auch keine Bolas mehr. Ich könnte im Notfall überhaupt nichts machen. Und wir brauchen ganz schnell ein Bett, Deko. Ganz, ganz schnell. Damit wir hier auch wieder was machen können. Ja, okay, meine Viecher kommen mit. Pass auf, in der Nähe sind echt noch Dinos, die uns holzen können, ne? Bolas sind am Start. Oh, ganz, ganz schnell hier rein, ey. Oh, ich glaube, sogar Raptoren können Holzwände einreißen. Ja, das glaube ich auch. Oh, hier ist ja nichts, weshalb wir Stein bräuchten. So langsam können wir uns hier aufbauen. Nice. Hier machen wir eine Double Door rein. Dann können wir da die Dinos durchziehen. Genau, gehen wir gleich nochmal auf Raptorjagd. Auf so ein kleines Rudel. Damit wir im Notfall Verteidigung haben. Gegen andere Raptoren oder so.
Was ist das für ein Ding? Loadout. Oh geil, ey, wir kommen jetzt endlich wieder ordentlich rein. Finally. Das freut mich auch, dass vorwärts. Wir so ein bisschen vorwärts kommen, ja. Ja, aber und jetzt haben wir halt, ne, wir haben keinen Delta mehr da, der uns die ganze Zeit nerven wird. Ja. Dass wir uns jetzt um unseren Scheiße kümmern, keinen Delta mehr auch, der unsere Tames weglachst, wenn wir gerade fertig sind mit dem Tame. Ja. Wir sind jetzt einfach ein bisschen safer, ey. Ganz geil. Nice jetzt. Oh yeah. Wollen wir uns, ja. Eine Metallrüstung bauen? Wobei, da reicht wahrscheinlich das bisschen Metall nicht für aus, ne? Wahrscheinlich nicht, ne. Und wir haben das Level auch noch nicht. Das war das Problem. 470 vergammeltes Fleisch habe ich. So, ich habe auch wieder ein Level up. Welches Level bist du jetzt eigentlich? Bin jetzt Level 47. Okay. Was haben wir letztes Mal noch gesucht? Diese Netz-Scheiße, ne? Das ist Level 140 Carbo. Ja, das ist tatsächlich ein Netgun, die Harpune. Okay, wir müssen ja alles wieder freischalten hier oben. Warte mal. Harpune aber noch Level 49 freigeschaltet, habe ich nachgeschaut. Okay. Ich suche jetzt mal kurz die Raptoren hier, damit wir nicht. Alter, wo kommt ihr denn schon wieder her? Alter, ein 140er. Vielleicht. Kamisaris? Schildkröte? Nee, ja, Carbonemis. Vielleicht können wir den Lachs tamen, um irgendwas zu tanken, weißt du? Hast du da Bock drauf oder nicht? Oh, Digga, die scheiß Libellen haben mich fast umgebracht, Alter. Im Prinzip würde ich sagen, ja. Okay, ich suche jetzt erstmal Raptoren. Hallo, Mr. Raptor? Ein Trike haben wir hier, ein Trike! Ja, Märchetier. Wo sind die Viecher alle hin? Trike müssen wir bestimmt auch haben, oder? Trike? Trike wollen wir, aber wir haben ja schon, also müssen wir mal getamten Trike mal abholen. 140 Trike! Alter Schwede! Digga, das wäre, also gerade so... Diese Lechse könnte man ja einfach nur liegen lassen, bis sie getamed sind, ne? Ja. Also 140 Strike wieder... würde ich sagen, sollten wir auch machen. Ist der männlich oder weiblich? Oh. Okay, der ist männlich. Das ist doch eigentlich egal, oder? Nicht mehr züchten, Mann. Alter, so, nimm beides an, ne? Wir haben jetzt hier einen Parasaurus, Level 145. Oh Junge, was ist denn hier für eine scheiß fucking... Käferarmee, Alter. Ich bin die ganze Zeit nur am Käfer umbringen. Kommen alle wieder neu. Aber gibt doch Chitin, ist doch geil. Ja, ich weiß aber nicht, ob besser mit der Axt oder mit der Spitzhacke. Ja, ich würde sagen, jetzt mit der Axt. Aber alles andere wäre ja... Fleisch. Digga, warum ballert das hier so heftig? Ja, es ist Gewitter. War schon krasses Gewitter. So, ich muss jetzt oh, kurz... Oh, ich friere auch jetzt, wo es dunkel wird, friere ich. Fasern brauche ich. Also wahrscheinlich muss es angefangen zu regeln, würde ich sagen. Los, ganz viel Fasern. Los, mehr Fasern. 227 Chitin habe ich mitgebracht. Ja, geil. Was brauche ich noch zum Dachbauen? Leder. Eine Foundation will ich noch bauen und austauschen. Okay, ja. Wir brauchen auf jeden Fall mal wieder ein Lagerfeuer, ne? Lagerfeuer wird gebaut. Bau mal eben. Zwei? Eigentlich ja. Auch. Ja, warum nicht noch eins? Weil dann können wir auch mal wieder Kohle herstellen, ne? Da wir keine Kohle mitgenommen haben, sind wir wieder bei Null, was auch richtig scheiße ist eigentlich, aber... Na gut, ja. Ja, stimmt. Kohle hätten wir irgendwie so knapp 1000 Tage gehabt. Ja, dann würde ich sagen, ballern wir das langsam mal los hier. Drei Spikes werden fertiggestellt, um den Parasaurus zu safen. Ich brauche auf jeden Fall noch Narkotik. Das haben wir gar nicht, ne? Das hat ja der Pelikan weggefressen. Ich habe, glaube ich, Narkotik mitgenommen. 40 okay, oder so. Geil. Ich dachte, das hätte der Lachs weggegessen. Nee, ich hatte 7 dabei, als der mich angegriffen hat. Hey Marvin, guck mal, Fenster. Geil, aber kostet das Metall ja, ne? Nee, es ist halt so verstärkt, ne? Brauchst du Stein, glaube ich, ne? Stein. Aber ich konnte kein zweites bauen. Komm mal mit, bitte. Ich brauch dich mal eben bei dem... Ah, wie heißt der Lachs? Oh, ich... warte mal ganz kurz. 8 Stein. Ich geh nochmal auf Gewicht. Brauch dich für den Dino bitte da hinten, ganz kurz. Du kannst 8 Steine holen. 8 Stein, ja. Ja. Fall ich dir hier rein.
Ja. Okay. Ich verhungere gerade. Ich hoffe, hier ist schon Fleisch fertig. Zwei Fleisch, nice. Du. Oh, hier ist gar kein Fleisch drin in dem Lagerfeuer hier. Nee. Ich habe auch kein Fleisch mehr. Wir noch was hast. Nice. Kommst du mal kurz mit? Ich brauch dein Support. Ja, was willst du machen? Kurz zu meinem Dino gehen und den einpacken, falls irgendwelche Raptoren kommen, dass du mich beschützen kannst. Weil ich ja die Fackel in der Hand halten muss. Und Narkotik, genau. Hast du Narkotik dabei? Nee. Weiß auch nicht, wo das ist. Ja, ein bisschen habe ich ja schon hergestellt. 8 habe ich hier. Eine Meinung, ich habe 40 Narkotik aus der alten Base mitgenommen. Okay, komm mal hoch. Du auch mal weit, du kannst dich tragen. Hier müssen wir hoch. Einmal hier hoch. Olas habe ich dabei. Oh, Phenomia. Wow. Okay. Ja. Nice, ey. Und. Boah. So. Dann haben wir noch einen Zugang dazu. Geil. Perfekt. Haben wir's, ne? Wollen wir noch einen Trackdown machen? Na warte, erstmal abchecken. Oh, hier sind schon wieder die scheiß Fick-Insekten, Alter. Krass, die sind ja echt en masse. Aber ist geil. Einfach so für Chitin ist das ja schon wirklich ganz cool. Okay, guck mal, wie der brennt. Alter. Auch angezündet, ey. Okay, ich check das mal eben. Und hier können wir vielleicht morgen mal den Berg noch ein bisschen hochlaufen, um zu gucken, ob da irgendwo Metall ist. Ja, machen wir. So, und Mejo-Berries brauchen wir natürlich, ne? Also eigentlich heißt es jetzt sammeln. Auch wenn, glaube ich, in der Ziege noch ordentlich Sachen drin. Gamma 3, man sieht trotzdem nichts, geil. Hier ist noch ein weiblicher Para, Level 100. Mhm. Aber wenn, dann brauchen wir eigentlich eher einen Trike oder Stiege oder so. Aber Mejo-Berries haben wir auch noch in unserer Ziege, ne? Das sollte eigentlich klappen. Ich denke schon. Trike sehe ich jetzt hier gerade gar nicht. Ein Trike habe ich hier, direkt neben der Base. Ist Level 140, männlich. Also 140 ist natürlich auch schon ein Brecher, ne? Wäre schon ziemlich geil. Sollten wir tame, ja. Ja, wollen wir? Machen wir aber, sobald es Tag ist, ne? Oh, hier liegt schon das erste Ei! Kann ich essen? Können wir machen, ja. Da ist ein roter Drop. Da sprudelt irgendwas, ein Geysir vielleicht oder so. Man muss ehrlich sagen, ne? Ark sieht ja auch einfach immer noch ziemlich geil aus, ey. Nach wie vor, ja. Geiles Game. Ist schon sexy. Ist schon einfach sexy. Kann man immer mal wieder so ein paar hundert Spielstunden reinstecken. Comedy. Hello. Aber das Haus steht. Der Parasaurus wird gezähmt. In der nächsten Folge werden wir auf jeden Fall den Trike nochmal ein bisschen anflöten, kann man sagen. Und dann bauen wir uns weiter auf Erkundschaften so ein bisschen die Gegend. Vielleicht finden wir noch Metall und dann kommen wir hoffentlich mal ein bisschen weiter hier. Flugtief, das brauchen wir auch noch. Da noch umballern. Gerne weitere Namensvorschläge für alle Dinos. Dann reingehauen. Ciao, ciao, Muchachos.